herzlich willkommen zu einem neuen Weekly-Vlog. Ja, ich starte jetzt wieder am Montagabend, der 9. Oktober. Und es ist 19.48 Uhr, wirklich schon recht spät. Ich habe gerade noch Bestellungen zusammengepackt, also noch nicht ganz, aber fertig gemacht. Zum einen sind diese Ohrringe fertig, die werden dann rausgeschickt direkt. Ich habe jetzt auch mal die neuen Verpackungen, also diese Kärtchen hier, ausprobiert und kleine Stempel hinten drauf gemacht und so. Ich finde, das Schwarz, das ist echt cool. Da kommen die Ohrringe noch ein bisschen besser zur Geltung. Noch eine Bestellung ist das hier. Einmal diese Dreier Kürbisse. Das sind jetzt meine letzten, die ich vorrätig habe aktuell. Also diese ausgestanzten Teile. Das heißt, da muss ich mich bald auch mal dran machen, dass da noch welche vorrätig sind. Und eine letzte Bestellung sind diese wunderschönen Ohrringe. Da freue ich mich sehr darüber, dass die jetzt ein Zuhause finden. Das sind nämlich Unikate. Also ich habe in meinem Shop auch welche, die ich aktuell nur einmal so vorrätig habe. Und da habe ich tatsächlich Bock, auch mal noch ein paar weitere herzustellen. Aber ja, die finde ich sehr, sehr süß. Mit diesen kleinen Monden hier. Genau. Die werde ich jetzt verpacken, fertig machen, dass ich die dann abschicken kann. Ja. Der Adventskalender ist jetzt immer noch nicht ganz fertig, aber es geht auch hier voran. Das ist mein großes Ziel, den die Tage fertig zu bekommen. Aber ja, ich war heute Morgen im Fitnessstudio. Ich hatte einen langen Arbeitstag tatsächlich. Habe einiges geschafft, was noch erledigt werden musste, direkt am Montag, am ersten Tag in der Woche. Und gestern ging mein letzter Vlog live. Danke auch da nochmal für die Kommentare und alles. Und jetzt sind auch wieder ein paar Etsy-Bestellungen reingekommen. Vielleicht wegen meines Videos, wer weiß. Auf jeden Fall vielen, vielen Dank auch dafür, wenn ihr zuschaut. Und ja, ich mache es mir jetzt gemütlich. Ich werde jetzt erstmal duschen und dann werde ich stricken. Morgen bin ich tatsächlich schon im Büro. Deswegen wollte ich mich jetzt auch kurz heute noch bei euch melden, weil ich nicht weiß, wie sehr ich dann morgen dazu komme. Ihr wisst ja, wenn ich so Büro Tage habe, dann ist es doch manchmal ein bisschen ein längerer Tag mit Anreise und Abreise, auch wenn das jetzt nicht so weit weg ist, aber trotzdem, ich denke, ihr wisst, was ich meine und ich würde halt gern auch an dem Adventskalender dann, wie gesagt, weitermachen und alles. Deswegen mal gucken, wie viel ich mich bei euch morgen melden kann. Ah ja, jetzt habe ich Bock, mich zu entspannen. Nachdem ich die Bestellungen tatsächlich noch verpackt habe. Hier sind auch meine kleinen Sticker, die es gratis dann noch dazu gibt. Also manchmal sind es die, manchmal sind es die anderen Sticker, die es so noch gibt. Die lege ich da halt einfach immer ganz gerne als Dankeschön dazu. Und ja. Das war's jetzt erstmal. Mit meinen Stricksachen melde ich mich dann die Tage bei euch. Okay, Planänderung. Ich bin jetzt doch daheim geblieben. Meine Arbeitskollegin, mit der ich nämlich heute hauptsächlich so Pandem-Arbeiten, sagt man das so, zusammenarbeiten an einem größeren Projekt machen wollte, hat ja sich krank gemeldet. Ja, sie ist eben einfach krank und deswegen dachte ich, gut, dann mache ich meine anderen Projekte hier weiter im Homeoffice und bin dann halt eben nicht ins Office gegangen. Das hat halt den Vorteil, dass ich heute Morgen, weil ich jetzt ja nicht im Fitnessstudio war, ich konnte den Adventskalender fertig machen, zumindest was die Produkte angeht. Das heißt, heute Abend nach der Arbeit kann ich den dann abpacken und losschicken. Das ist richtig, richtig cool. Da freue ich mich sehr darüber, weil da ein großer Batzen dann quasi von meinen Schultern fällt, weil ich das einfach jetzt dann gerne umsetzen wollte, dass das auf dem Weg ist. Und dann habe ich noch andere Bestellungen zu erledigen. Es sind jetzt nämlich noch wieder ein paar reingeflogen, was mich super freut. Und ja, dann halt gemütlich auch noch weiter stricken und so. Also das ist super. So habe ich noch ein bisschen mehr Zeit für mich, weil halt die ganze Anreise und das Fertigmachen. Ich mache dann doch halt ein bisschen mehr Effort in mein Aussehen.
fällt dann halt weg. Und ja, ich bin dann ein bisschen flexibler, das ist halt cool. Außerdem konnte ich heute Morgen noch eine neue Mütze anfangen. Die sieht jetzt so aus. Ich liebe sie. Das ist quasi meine Halloween-Mütze, würde ich jetzt mal so behaupten. Das ist wieder das Teststricken von Bash Harry. Das ist die Banda Beanie. Und dieses Mal... Was ist das für ein Geräusch? Ein Flugzeug, glaube ich. Sorry. Dieses Mal habe ich die Maschenprobe direkt erreicht, ohne dass ich es blocken muss. Meine andere Mütze ist gerade noch am Trocknen. Da glaube ich, da habe ich dann aber auch am Ende die Maschenprobe erreicht. Also habe ich dann zwei passende, fertige Mützen für dieses Teststricken. Und ja, ich finde die Mütze richtig, richtig cool. Also die hier werde ich auf jeden Fall für mich behalten. Bei der anderen musste ich mal noch überlegen, ob ich die verschenke für Familie, Freunde und so. Also so ist es dann halt, wenn man hier das Längere da hinten hat. Und wenn ich es umschlage, das ist dann halt immer ein bisschen schwierig. Dann sieht es so aus. Ich glaube, das gefällt mir fast am besten. Ja, aber mal schauen. Vielleicht mache ich noch ein paar mehr und werde die auch tatsächlich vielleicht mal zum Verkauf anbieten oder so, weil die gehen halt echt gut. Ich glaube, das kann ich auch relativ vom Preis her ganz gut anbieten, weil sie jetzt nicht so extrem lange dauert. Ich habe einiges an Garn schon hier in meinem Stash. Das muss ich natürlich trotzdem an Materialkosten draufpacken und ja, vielleicht eine Stunde Arbeitszeit. Also ich denke, für 30, 40 Euro kann ich die verkaufen. Vielleicht hat da dann doch jemand da draußen in der Welt Interesse an sowas. Ich weiß es nicht. Aber ansonsten macht es ja auch echt gute Geschenke zu Weihnachten und Co. Ja, aber ich mag das richtig gerne. Ich muss dann noch schön oder möchte noch schöne Bilder machen, dass ich das dann halt auch alles an Bash Harry, an die Designerin schicken kann. Und ich wollte euch jetzt das Garn noch zeigen. Hier sind meine Banderolen, weil das ist das, was ich übrig habe. Ich habe es wieder zwei fertig genommen. Zum einen dieses richtig coole Garn, das ich extrem gern mag. Das ist das Rico Design Creative Picks. Das ist relativ neu. 62% Polyacryl, 26% Wolle und 12% Polyamid. Und dann habe ich einfach nur schwarz Drops Alaska noch dazu genommen. Das ist einfach die Farbe 6, also schwarz, und das ist halt 100% Wolle, sodass der warme Wollanteil da in der Mütze noch ein bisschen schöner ist. Aber es macht halt einfach echt ein fluffiges Maschenbild. Finde ich richtig cool. Und da ich noch einiges übrig habe, ich glaube, da könnte ich fast noch eine zweite Mütze draus machen. Vielleicht mache ich einfach noch eine zweite Version und biete die dann sogar auch zum Verkauf an. Mal schauen, wie ich das mache. Ja, ich war zuerst nicht so ganz begeistert von diesem fluffigen Garn, aber ich glaube, das wird richtig angenehm. Also ich glaube, es ist sehr, sehr dicht, sehr warm, sehr angenehm für eine Mütze. Und jetzt habe ich tatsächlich doch Bock, da noch ja, irgendwann ein Cardigan draus zu machen. Ich glaube, das wird richtig cool kommen. Ich habe nämlich in einem Rico Design Magazin, was ich letztens gekauft habe. Ich glaube, ich sehe es. Einen Moment. Genau, es ist das Made by Me Magazin. Da wird halt Rico Design Garn verwendet. Da ist einiges so an Cardigans und sowas drin mit diesem Garn. Hier zum Beispiel ist eine Version. Das ist jetzt halt ein bisschen eine andere Farb. Da gibt es nämlich verschiedene Farben von. Also das, was ich hier jetzt habe, ist übrigens Farbe 02.
mit diesem knalligen Grün, was ich richtig cool finde. Das knallige Grün ist dann auch hier drin, aber da ist dann statt des roten Farbtons noch braun. Und dann war hier, glaube ich, aber noch was drin mit auch einer anderen Farbe. Also generell wunderschöne Anleitungen meiner Meinung nach. Ach ja, wenn man doch nur unendlich viel Zeit hätte für alles Mögliche, oder? Ah ja, hier, wo ist er? Hier ist noch ein Pullover mit auch einem dieser Garne. Die Farbe habe ich auch hier. Ich wollte es halt einfach mal ausprobieren. Ja, genau. Ich glaube, das ist das, was ich habe. Das ist auch ein längerer Cardigan. Und da ist dann auch noch ein Schal in diesem Farbton. Richtig cool, meiner Meinung nach. Da habe ich echt Bock. Aber ich wollte ja erstmal nicht mehr so viel Garn bestellen. Deswegen, ich glaube, das muss ich jetzt erstmal noch ein bisschen aufheben. Da haben sie auch eine Farbgebung benutzt. Ja, richtig cool. Machen kann man nicht unendlich viel Geld haben, weil ich habe halt echt schon einiges investiert in meine Garne. Und es geht mir jetzt natürlich nicht nur darum, aber es wäre halt einfach nicht so eine finanziell gute Entscheidung, einfach immer nur weiter zu kaufen und nicht aufzubrauchen, was man eh schon hat. Ich denke, das macht Sinn, oder? Ja, ansonsten habe ich jetzt ja noch an Strickprojekten, das wollte ich euch nämlich jetzt noch alles zeigen, weiterhin mein Boring-T-Shirt. Da habe ich ein paar Zentimeter in der Länge weiter gestrickt, aber ich glaube, ihr werdet da nicht wirklich viel erkennen. Einfach nur ein bisschen. Da möchte ich das eine Knäuel jetzt noch fertig stricken und dann an den zweiten Ärmel gehen, sodass ich dann wirklich nur noch den Körper habe. Wir haben jetzt an sich an der Länge, muss gerade mal schauen, fast bis zu meinem Bauchnabel. Der ist hier. Ein bisschen müsste ich noch. Gerade kam noch eine Bestellung rein. Wow, richtig, richtig cool. Ganz, ganz lieben Dank. Was wurde jetzt bestellt? Oh, wow, so viele Sachen. Mehrere Ohrringe. Und Stitchmarker. Wow. Ja, das freut mich einfach riesig. Vor allem gibt es auch gerade, ich weiß nicht wie lange, ich glaube nicht so lange, bei Etsy die Aktion. Ab 40 Euro Bestellwert kriegt man 10% Rabatt und das geht dann aber nur von Etsy ab und nicht von den Shop-Anbietern. Finde ich eine richtig coole Aktion. Ich weiß nicht, wie lange die jetzt noch verfügbar ist. Aber ja, da war ich jetzt. Jetzt bin ich wieder abgeschweift. Also ja, ich hoffe, dass ich es bald fertig bekomme, weil es wäre halt echt schade, wenn das jetzt nicht passiert, wenn ich wie jetzt aktuell noch T-Shirts tragen kann. Aber ich glaube fast nicht. Das werde ich wahrscheinlich erst im November mit allem, was jetzt noch so ansteht und so, meine Pläne und allem, werde ich das wahrscheinlich doch erst im November fertig bekommen. Aber man kann ja ein Cardigan drüber ziehen dann, oder? Ja, und dann habe ich meine Petite Knit Anleitungen noch. Meine Nase juckt, da ist wieder irgendein Haar. Zum einen mein super buntes, wunderschönes Elizabeth Blusen Projekt, Elizabeth Blouse. Da habe ich auch einiges an Länge dazu bekommen. Ich glaube auch nicht, dass ihr das großartig sehen werdet, weil es halt relativ ähnlich dann aussieht zu vorher. Es wurde einfach nur ein bisschen länger. Ich muss, glaube ich, noch 5 Zunahmen machen und dann kann ich hier vorne das stricken und dann wird, soweit ich weiß, in der Runde verbunden. Da freue ich mich sehr drauf. Deswegen denke ich, werde ich das so ein bisschen jetzt priorisieren. Aber meine Arbeitskollegin, die jetzt ja heute krank ist und wahrscheinlich dann gut auch Fortschritt machen kann, weil wenn man krank ist und es einem nicht allzu blöd geht, ich weiß nicht aktuell, wie es ihr geht, kann man ja doch noch ein bisschen nebenher stricken, oder?
jeden Fall stricken wir ja zusammen den Marseille Sweater. Und das ist jetzt gerade das Rückenteil von mir. Es rollt sich halt blöd hoch, aber ich habe einen weißen Streifen. Ja, das ist jetzt mein Fortschritt. Ich mache dann jetzt die Arm-Zu- und Abnahmen. Ich glaube, es sind nur Abnahmen, ehrlich gesagt. Und dann kommt die Vorderseiten und auch dann kann ich in der Runde verbinden. Also ja, da geht's voran. Ich habe ja auch immer noch meinen Sanchez-Sweater, den ich jetzt sehr vernachlässigt habe. Und wenn alles gut geht, dann kommt ja auch bald das Garn für eine Person von euch, für die Auftragsarbeit. Ja, also da wird dann natürlich meine persönlichen Projekte werden dann hinten anstehen, weil sowas dann natürlich Vorrang hat. Aber es geht gut voran. Heute Abend geht es noch ein bisschen weiter mit Etsy. Da nehme ich euch, denke ich, mit und gebe euch so einen kleinen Sneak Peek noch zum Adventskalender, ohne den Inhalt weiter zu verraten, sondern einfach nur, wie er dann verpackt aussieht und so, weil ich finde das sehr, sehr schön. Und ja, das war's jetzt erstmal. Ich werde jetzt weiterarbeiten und dann hoffe ich, dass ich euch einiges noch zeigen und erzählen kann. Später oder die Tage. Und zwar kurz vor 8 Uhr morgens. Ich bin auch gerade erst aufgestanden. Deswegen sehe ich noch ein bisschen verwuschelt aus, aber es geht. Ich habe mich immerhin mal umgezogen. Einen Schluck Kaffee hatte ich schon. Hier ist der Rest. Also ich bin wahrscheinlich auch ziemlich müde. Aber es geht, muss ich sagen. Ich bin von selbst dann doch aufgewacht und konnte nicht mehr einschlafen und dachte, warum nicht? So um 7.30 Uhr rum bin ich dann aufgestanden. Ja, ich trage meinen Novice Sweater von Petite Knit ist die Anleitung. Das ist mein erster gestrickter Pulli jemals. Vor jetzt, zu überlegen, fast 2 Jahren. Ein paar Monate weniger habe ich den gestrickt und ich trage ihn wirklich auch immer noch sehr gern. Ich finde die Farbe halt auch cool. Gestern habe ich nichts gefilmt. Ich wollte dann eigentlich noch, aber hier in diesem Raum vor allem wird es halt auch immer so dunkel und dann weiß ich auch nicht, wie cool das ist, wenn ich da so im Dunkeln noch was für euch filme. Es wird jetzt halt doch sehr früh wieder dunkel. Das ist für mich so der einzige Nachteil an dem Herbst. Bald ist ja aber auch Zeitumstellung. Ich glaube am 29., ne? Und dann können wir eine Stunde länger schlafen. Das ist natürlich immer cool. Aber allgemein finde ich Zeitumstellungen irgendwie komisch. Ja, gestern war ich fleißig weiter am Etsy-Zeugs machen. Ich habe sehr viele Fimo-Förmchen gemacht. Auch ein paar neue Sachen. Da gibt es, denke ich, dann auch ganz bald neue Sachen in meinem Etsy-Shop wieder. So ein bisschen was Herbstlicheres. Also ganz neu, wirklich, sind diese Maschenmarkierer. Die sind so ein bisschen quasi die vervollständigen so diese Kürbismaschenmarkierer, die ich dann eh auch schon im Shop habe, diese längeren. Wir haben hier zum einen eine kleine Tasse, die dreht sich immer rum. Eine Tasse mit einem Herzchen, weil ein guter Kaffee, Tee oder irgendein anderes Heißgetränk im Herbst ist natürlich super. Dann einen roten Pilz.
Ja, da war ich mir nicht sicher, ob Rot so cool ist, aber ich finde, es passt ganz gut zu dem, zur Tasse. Und einen braunen, so braun-orangenen, anders geformten Kürbis. Ja, ist jetzt schwer, das zu zeigen, aber ich finde dieses Set wirklich sehr, sehr süß. Und meine Arbeitskollegin, / Freundin, von der ich öfter erzähle, sie fand es auch süß, als ich ihr da ein Foto geschickt habe. Das kann ich euch vielleicht gerne auch mal noch einfügen, dann sieht man das ein bisschen besser. Und sie hat auch was bestellt bei mir. Das fand ich so goldig. Muss sie natürlich überhaupt nicht, weil sie hat halt vor allem auch bald Geburtstag und da, ja, wäre es halt auch cool gewesen, ihr sowas zu schenken. Aber man kann ja ein bisschen mehr dazu legen, beziehungsweise zum Geburtstag gibt es dann nochmal was anderes. Also ich habe da doch auch ein bisschen was an Auswahl. Und dann komplett fertig habe ich noch diese Ohrringe gemacht. Ich wollte mich mal an meinen Schlangenausstecher machen. So ein bisschen beeinflusst von Harry Potter wahrscheinlich, den wir gerade wieder schauen. Da sind solche, ja, magischen Sachen drauf. Jetzt will es nicht mehr fokussieren. Komm schon, jetzt seht ihr das? So ein paar Monde und Sterne und sowas. Ja, ich fand die sehr, sehr cool. Die sind halt schon ein bisschen groß. Gehen bis hierhin. Aber ich finde das so ab und an sehr, sehr cool. Ich persönlich. Und dann wurden wieder ein paar Sachen bestellt. Zum einen habe ich dann noch dreimal dieses magische Maschenmarkierer-Set hier gemacht. Die kommen sehr gut an, was mich riesig freut. Also ja, muss ich sowas Ähnliches nochmal machen. Ich war mir erst nicht sicher, ob die vielleicht manche ein bisschen zu lang sind, aber anscheinend kommen sie wirklich sehr gut an. Und da habe ich, wie gesagt, drei davon erstellt. Dann wurde dieses hier auch verkauft. Da freue ich mich natürlich auch, wenn meine Beispiele erstmal wegkommen. Und vor allem, wenn halt auch neue Produkte, bei denen ich mir Gedanken mache, ob sie vielleicht ankommen könnten, dann auch gut ankommen. Und die hier habe ich auch noch ganz frisch erstellt. Das ist ein Teil von einer sehr großen Bestellung. Ganz, ganz lieben Dank an dich, wenn du zuschaust. Generell wieder mal tausend Dank, ihr seid einfach toll und ja, ich habe da noch ein bisschen mehr zu tun, aber ich mache das ja sehr, sehr gerne. Ganz neu werde ich dann auch noch hier meine Geisterchen updaten, die sind jetzt nämlich mit im dunkel leuchtenden Garn gemacht. Also die könnte ich theoretisch als Maschenmarkierer machen oder halt als Ohrringe, das weiß ich noch nicht. So an sich ist die Farbe jetzt ja nicht so mega cool, aber könnt ihr so ein bisschen erkennen? Ist halt schwer, das zu zeigen. Sie leuchten auf jeden Fall im Dunkeln und das finde ich dann halt richtig cool. Ich muss mal überlegen, ob ich da vielleicht mit Acryl irgendwas Süßes drauf male und dann das UV-härtende, wie heißt's, Epoxidharz drüber mache. Aber da muss ich einfach mal ein bisschen ausprobieren, ob das im Dunkelleuchten noch gut geht oder nicht. Dann habe ich noch ein paar mehr kleinere Schlängchen, Schlangen ausgestochen. Da habe ich vor, ich weiß jetzt nicht, ob ich das mit denen mache, ich habe nämlich noch eine andere Form, da noch so ein bisschen mehr dazu zu machen, dass die halt dann auch so ein bisschen, ist halt mein Stil, ne? So mystisch und so aussehen. Damit habe ich auch ein bisschen rumexperimentiert. Finde ich auch sehr, sehr cool. Irgendwie will es heute nicht so gut fokussieren jetzt. Und noch ein paar größere. Ich will immer Kürbis sagen auf Deutsch, aber nein. Pilze, die dann auch so ein bisschen mystisch-galaktisch und solche Muster haben. Aber da möchte ich die tatsächliche Form, die dann auch so ein bisschen eingraviert ist, die man kaum sehen kann, aber vielleicht so ein bisschen, möchte ich auch noch nachgehen mit Acryl.
Acrylfarbe. Also da ist generell noch einiges zu tun und wahrscheinlich wird das meiste auch erst nächste Woche oder jetzt am Wochenende fertig. Wobei am Wochenende haben wir viel geplant. Ist jetzt schon Donnerstag, also wahrscheinlich wird es erst nächste Woche. Ja, so viel zum Etsy-Zeugs. Ich weiß, ich erzähle in letzter Zeit wirklich sehr viel davon, aber es macht mir halt wirklich extrem viel Spaß aktuell. Ich hatte so eine ganz lange Durchhängflaute, wo es dann echt nicht so Spaß gemacht hat, wo ich nichts Neues gemacht habe und jetzt habe ich den Spaß daran wieder entdeckt und das finde ich unfassbar toll, deswegen möchte ich das gerne ausnutzen. Ja, an der Strickfront, da wir gestern den vierten Harry Potter im Bett angefangen haben, habe ich was Einfaches gebraucht und habe halt hier in meinem Boring-T-Shirt da unten ein bisschen weiter gestrickt. Ich denke, man erkennt, dass jetzt die Farbänderung da ist. Das geht voran, ganz langsam. Und bei meinem Marseille-Sweater bin ich jetzt bei der zweiten Schulter. Ich mache mir ein bisschen Gedanken, ob mein Rückenteil zu kurz geworden ist. Das Ding ist nämlich, ich benutze ja das Garn, das in der Anleitung vorgeschlagen wird. Ich habe meine Maschenprobe hier im tatsächlichen Strickbild bisher noch nicht getestet. Vielleicht sollte ich das mal tun, weil als ich die Reihen gezählt habe, waren das sogar teilweise ein paar mehr, als man am Rückenteil haben sollte. Und wenn ich es locker messe, ist es nicht lang genug. Aber wenn ich es ein bisschen ziehe, ist es lang genug. Vielleicht sollte ich es auch mal steamblocken. Ja, mal schauen. Das nimmt mir aber jetzt aktuell so ein bisschen die Freude an diesem Projekt, muss ich leider sagen. Ich finde, es sieht sehr cool aus mit dem Schwarz und dem Weiß. Und Schwarz stricken ist deutlich angenehmer als mit Schwarz häkeln. Was ich persönlich auch richtig cool finde, weil ich liebe Schwarz. Macht mir generell sehr viel Spaß, irgendwas Schwarzes zu besitzen, zu tragen. Und es war halt immer so ein bisschen schwierig, damit zu häkeln. Deswegen habe ich das zu meiner Häkelzeit mehr oder weniger, zumindest so am Anfang, ein bisschen gemieden. Jetzt mittlerweile hätte ich damit keine Probleme mehr. Ich habe es, glaube ich, ab und an auch schon mal ein bisschen verarbeitet. Aber jetzt beim Stricken gar keine Probleme, was ich wunderbar finde. Aber richtig, richtig cool ist, dass das Garn für meine Auftragsarbeit angekommen ist. Das ist das Drop Spell. Und es fühlt sich richtig schön an. Ich habe damit bisher noch nicht gearbeitet. Das ist 53% Baumwolle, 33% Viskose und 14% Leinen. Ich dachte schon, da geht irgendwas nicht auf. Richtig schön. Und es ist ein, ich würde jetzt mal sagen, Light. Ist das dann Decay? Ja, ein Decay-Garn, glaube ich. Ja, doch, 4 mm Nadeln sind meistens dann Decay-Garne. Und ja, es ist einfach ein Beige. Also für mich persönlich wäre der jetzt nichts, aber das ist natürlich dann sehr cool, weil ich das ja für jemand anderes stricke, der mich beauftragt hat oder die mich beauftragt hat. Ganz liebe Grüße nochmal an dich, falls du zuschaust, dass ich mit so einer Farbe jetzt endlich auch mal stricken kann, weil ich das halt eher vermieden habe. Ich persönlich bin da jetzt auch kein Riesenfan davon, aber so ab und an mal so ein Beige-Ton fände ich schon schön, nur mir steht es halt nicht, finde ich zumindest. Ja, da werde ich mir die Anleitung noch ausdrucken und dann heute auch endlich mal mit anfangen. Wollte ich eigentlich gestern schon, aber ja, nach all dem Etsy-Zeugs war ich dann doch irgendwie zu kaputt und dann wäre es, glaube ich, auch nicht gut geworden. Ich muss allerdings mal schauen, wegen 4 mm Nadeln wird das, glaube ich, ein bisschen schwierig. Aber ich habe bestimmt noch irgendwo welche. Ja, jetzt habe ich euch wieder im Bilde. Und ich werde jetzt mal arbeiten. Ich habe 2 Meetings und mit dieser Arbeitskollegin / Freundin zusammen werde ich dann auch an meinem Projekt arbeiten, das ich mit ihr habe. Ja, wir hatten zuerst überlegt, ins Büro zu gehen, aber das machen wir jetzt einfach so, weil ich noch 2 andere Meetings habe und ja, Homeoffice ist halt schon schön. Ich musste aber tatsächlich nächste Woche dann auch endlich mal wieder ins Büro, weil
es doch irgendwie gut ist, sich ab und an dann auch mal wieder zu zeigen dort. Ja, und die Bestellungen, denn ein anderer Arbeitskollege von mir hat auch bei mir bestellt, was mich riesig gefreut hat. Ja, und da werde ich dann halt die Bestellungen für meine Freundin und für den entweder ins Büro bringen. Ja, ich muss dann für ihn ins Büro, aber für sie muss ich mal mit ihr besprechen, ob wir dann einfach wieder einen Strickabend irgendwie nächste Woche machen und dann kriegt sie die Sachen da. Ja. Ich weiß nicht, ob ich mich heute Abend wieder melde oder dann erst morgen, beziehungsweise generell am Wochenende. Da gehen wir nach Mannheim und mein Bruder kommt dann noch hierher zu Besuch. Das heißt, ich müsste dann auch die Tage noch ein bisschen wieder aufräumen. Es ist dann zwar nicht so viel, weil es ja immer noch grundlegend sauberer ist, als es jemals war. aber trotzdem. Ja, freue ich mich sehr drauf. Ich habe schon lange nicht mehr irgendwas mit meinem Bruder gemacht und immer wenn ich das tue, ist es sehr cool. Machst du mir ein bisschen Platz? Oh mein Boy, ein bisschen Platz, nur dass ich so ein bisschen sitzen kann. Ah, okay, so, aber ich glaube vom Licht passt es so ein bisschen besser. Es ist Freitag, Feierabendzeit, jetzt auch schon ein bisschen länger für mich. Und ich habe einiges, was ich euch zeigen und updaten kann. Ich habe nämlich, ja, zum einen... damit richtig angefangen, habt ihr so ein bisschen heute Morgen gesehen. Ich habe mich nämlich ein bisschen getrackt. Bisschen mehr als eine Stunde, 1 Stunde 15 Minuten habe ich jetzt an der Auftragsarbeit so rum gestrickt. Also da habe ich jetzt angefangen mit den ersten Musterreihen. Bisher ist es echt super. Da ist so ein kleines bisschen Lace drin, was ich jetzt mehr oder weniger das erste Mal mache, aber ich verfolge eine Anleitung und ein Diagramm. Das ist eine Gratis-Anleitung von Drops Design. Habe ich das schon erzählt? Ich weiß es nicht. Ja, und Diagramme folgen kann ich jetzt ja auch schon ein bisschen länger, seit ich Ingrid Polunder war das, gestrickt habe. Und bei irgendeiner anderen Anleitung war das, glaube ich, auch noch. Da kann ich mich jetzt aber nicht mehr dran erinnern. Ja, und ich muss sagen, Drops Bell ist wirklich richtig schön zum Verarbeiten. Das macht richtig viel Spaß und da werde ich dann heute Abend auch noch gut dran weiter stricken. Und dann am besten auch noch ein Update schicken. Oh, es ist super warm ganz plötzlich heute. Das sind irgendwie gerade 28 Grad und die Sonne ist gerade auch richtig krass verrückt. Und ich sitze hier in meinem Langarm-Ding, muss ich mich gleich mal umziehen, weil... ich werde dann nachher auch
hier aufräumen und putzen und so. Das müssen wir nämlich unbedingt machen. Ja, ich habe nämlich auch noch einige, zwei weitere Bestellungen fertig gemacht, damit ich jetzt erstmal fürs Wochenende, weil wir da ein bisschen was vorhaben. Mein Bruder ist jetzt zu Besuch und alles, damit ich da so ein bisschen freigeschaufelt bin und weil ich sonst eben sehr viele Sachen immer für meinen Etsy-Shop am Wochenende mache. Vielleicht machen wir das kurz dazwischen. Ich habe diese eine Bestellung hier fertig gemacht. Das ist zum einen ein Lesebändchen, also quasi ein, ein Lesezeichen, das man halt hier so in die Seiten reinlegt und die Charms hier, die Anhänger, die gehen dann so raus. Ist natürlich jetzt auch mal wieder hier so mysteriös, Sternzeichen, Stern, Himmelskörpermäßig, weil da stehe ich halt einfach auch drauf. Und dazu wurden noch diese tollen Fledermausohrringe bestellt. Ganz lieben Dank. Falls ihr möchtet, dass ich immer euren Namen dazu sage bei solchen Sachen, lasst mich das gerne mal in den Kommentaren wissen, ob ihr das cooler findet. Ich denke, es wäre vielleicht persönlicher, aber ich weiß halt nicht, ob manche das so wollen. Es wäre aber ja auch nur der Vorname bzw. der Name, mit dem bestellt wurde, den ich auf Etsy sehe. Ja. Und auf Instagram kam dann auch noch eine kleine Bestellung rein. Das war auch eine liebe Zuschauerin von euch. Ganz, ganz lieben Dank und Grüße an dich. Du weißt, wer du bist. Auch hier weiß ich jetzt halt nicht, ob es cool ist, Namen zu nennen. Aber ja, sie hatte sich Maschenmarkierer gewünscht, die ich so jetzt halt nicht in meinem Shop habe. Ein paar davon sind Ohrringe und ein paar habe ich noch so bei mir gefunden. Sie hätte ganz gerne Fledermäuse und Geister gehabt. Von den Geistern habe ich hier noch lila und weiß gefunden. Und jetzt muss ich niesen. Ja. Und die Fledermaus-Ohrringe habe ich dann halt jetzt hier so einmal. Das ist quasi jetzt ein Maschenmarkierer und dann haben wir halt diese Fledermaus noch, was auch ursprünglich als Ohrring gedacht war, aber es ist kein Problem für mich, sowas dann auch auf Anfrage als Maschenmarkierer herzustellen. Also wenn ihr auf meinem Etsy-Shop oder sonst irgendwie was Cooles findet, eine Idee habt, was ich vielleicht jetzt auch noch nicht so in meinem Shop habe, ich habe so viele Sachen hier, was ich benutzen könnte mit Sicherheit, dann schreibt mir gerne auch auf Instagram, dann finden wir so eine Lösung. Da kann ich es euch dann halt auch ein bisschen günstiger anbieten. Also ich habe jetzt die vier, da mache ich dann noch ein kleines, eine Kleinigkeit so noch oben drauf dazu. Die zeige ich jetzt halt nicht. Soll ja doch noch eine Überraschung werden. Und ja, inklusive Versand habe ich dafür jetzt 15 Euro gefragt. Das hätte ich auf jeden Fall ein bisschen teurer auf Etsy gemacht, weil auf Etsy bezahle ich halt auch noch pro Artikel ein paar Cent, also Kosten von Etsy, weil das ist ja deren Plattform, auf der ich dann auch gepusht werde. Sorry für die Hintergrundgeräusche, einen Moment. So ist, glaube ich, besser. Er macht gerade Abendessen, was ja natürlich super ist. Aber ich dachte, ich nutze jetzt die paar Minuten und dann mache ich hier halt auch was im Haushalt. Ja, also wie gesagt, wenn ihr irgendwas findet oder wenn ihr auch irgendwie Bock habt, dass ich euch was häkle oder stricke oder so, schreibt mir auf Instagram oder eine E-Mail. E-Mails ist halt bei mir so ein Ding, da muss ich immer noch antworten. Es tut mir so leid. Ich weiß nicht, warum ich da so bin. Aber am besten mache ich das heute, dann ist es nämlich erledigt. Ja, zurück zum Stricken. Ich habe außerdem auch an der Elizabeth Blouse weiter gestrickt und habe jetzt hier die eine Blende hier vorne fertig gemacht und auf der anderen Seite gerade jetzt mal ein bisschen angefangen, die Maschen aufzunehmen. Also da bin ich dann jetzt auch dabei. Ja, ansonsten habe ich nicht weiter gestrickt an meinen anderen Projekten, aber ich denke, das ist ja schon mal cool. Es ist jetzt wieder eins dazugekommen, ich weiß. Aber das werde ich jetzt natürlich dann priorisieren, wenn es eine Auftragsarbeit ist. Und ja, so viel jetzt hierzu. Heute passiert tatsächlich nicht mehr wirklich viel. Wie gesagt, hier wird aufgeräumt, Vorbereitungen fürs Wochenende getroffen.
Und ab morgen werde ich euch so ein paar kleine Clips, was wir so machen. In Mannheim sind wir ja erst unterwegs bei meinem Bruder. Und dann kommt er hierher und wir gehen aufs Stadtfest und so. Also da denke ich, werde ich euch einfach so ein paar Eindrücke aufnehmen. Und eventuell sehen wir uns dann erst wieder für so eine Sequenz, wo ich euch Updates über mein Stricken erzähle. Vielleicht sogar Sonntagabend. Ja, vielleicht kriege ich es noch irgendwie anders unter. Das werden wir dann sehen. Beziehungsweise ihr werdet es jetzt ja auch direkt im Anschluss sehen. Ich bin in Mannheim angekommen und laufe jetzt zu Wolle im Quadrat. Französisches Hallo. Ja, es ist Sonntag. Oh, ich habe 23% Akku, aber ich glaube, das passt. Ich habe mal einen Mittelscheitel ausprobiert und ich glaube, ich mag das eigentlich ganz gern. Oder? Und ich trage jetzt auch mein... Ich habe den Namen vergessen. Das Set mit dem T-Shirt von We Are Knitters in dem Pink. Also ich muss, glaube ich, öfter was in Pink stricken, oder? Wobei, wenn ich dann doch demnächst meine Haare rot auf dieser Seite färben möchte, ist es ein bisschen schwierig. Mal gucken. Wie dem auch sei, ich erzähle es einfach nur drauf los. Ich hatte das gestern schon unterwegs in Mannheim an und habe es jetzt aber nochmal schnell übergezogen, weil ich gerade endlich das Video für euch abgedreht habe zum Thema meine Strickerfahrungen, Tricks, Tipps, Do's and Don'ts. Das ja von einer Person von euch angefragt wurde. Ja, das denke ich kommt dann aber auch erst nach diesem Video jetzt raus. Ich wollte es ja eigentlich ganz gerne früher abdrehen, beziehungsweise ja auch hochladen und alles, aber das hat jetzt alles in der letzten Woche nicht geklappt oder jetzt in dieser Woche. Deswegen, ich denke, wir machen den Vlog zuerst und dann bekommt ihr vielleicht dann sogar am Dienstag an meinem Geburtstag dieses Video, das ja, Zusatzvideo quasi. Mal schauen, wie ich das hinbekomme, auch alles zeitig und so. Ich wollte kurz Revue passieren lassen mit euch, was in Mannheim so war. Ich habe ja ein kleines bisschen für euch gefilmt, aber jetzt halt auch nicht extrem viel, denn da draußen zu filmen ist für mich manchmal einfach doch ein bisschen schwierig. Ich wollte vor allem auch jetzt nicht zu viele Leute immer aufnehmen und alles. Und ich glaube, heute in der Innenstadt, weil so viel los war, habe ich dann auch gar nichts mehr gefilmt, nachdem wir Kaffee trinken waren. Aber ja, jetzt hole ich wieder zu viel aus. Es geht jetzt erstmal um gestern. Mannheim. Irgendwas stimmt hier jetzt aber doch nicht. Ich habe halt eine sehr weiße Kopfhaut, aber das heißt drum. Ja. Ich bin dann doch alleine nach Mannheim gefahren, weil Arma sich dann doch lieber noch ausruhen wollte daheim. So hatte ich dann eine schöne Zeit mit meinem Bruder. Wir waren gemütlich auch Mittagessen. Und natürlich war das allererste, was ich gemacht habe, dass ich
ins Wollgeschäft gegangen bin. Dort ist dann mein Bruder auch ein bisschen später erst nachgekommen, weil er dann auch noch im Fitnessstudio vorher war und wir das generell gemütlich angehen wollten. Es ist ja unser Wochenende. Ja, da habe ich einen 30-Euro-Gutschein von meinem Bruder eben auch dann einlösen können. Ich habe selbst 10 Euro drauf noch gezahlt. Und das war Wolle im Quadrat. Falls ihr jemals in Mannheim sein solltet oder da herkommt oder so, mal Bock drauf habt, kann ich euch wirklich nur empfehlen. Finde ich wirklich ein super Laden. Also ich hatte erstmal extreme Reizüberflutung. Es waren auch sehr viele Leute für so einen Wollladen. Hey, Katzis! Okay, sie haben sich gerade ein bisschen gezankt. Passiert ja manchmal. ja, also sehr viele Leute für so einen Wollladen, aber es war halt auch ein Samstag. Sehr viele Wolle, was ich so aus den Läden, aus den wenigen, die es hier in Karlsruhe gibt, nicht so kenne. Also so auf so kleinerem Raum. Und dann doch alles sehr verwinkelt und so. Und weil dann doch so viele Leute unterwegs sind, waren in dem Laden, wollte ich jetzt doch auch nichts filmen, leider. Das wäre schon cool gewesen, aber ja. Es war einfach für mich doch ein bisschen unangenehm. Ich bin da dann doch ein bisschen schüchterner, was das in der Öffentlichkeit Filmen angeht. Und ja, da habe ich mir Wolle ausgesucht natürlich. Das zeige ich euch dann jetzt gleich. Aber ja, dann danach waren wir was zum Mittagessen und wir waren dann noch in einem sozialen Kaufhaus, also in einem Second-Hand-Laden. Da habe ich auch coole Sachen gefunden für echt wenig Geld. Und dann waren wir noch bei Sustrene Gräne und sind dann zusammen hierher nach Karlsruhe. Mein Bruder hat dann hier übernachtet und ja, heute waren wir dann auf einem Flohmarkt, weil es war eben Stadtfest, deswegen waren auch extrem viele Leute unterwegs, plus dann auch noch verkaufsoffener Sonntag, also es war echt krass und auch eine Reizüberflutung. Aber wir haben das Beste draus gemacht, auf dem Flohmarkt haben wir jetzt nichts gefunden. Es juckt mich auf der Nase. Habe ich ganz häufig, dass da irgendwas juckt. ja, und wir waren Burger essen. Ja, war toll. Heute haben wir ein bisschen Kunst gekauft tatsächlich, wenn man das denn so bezeichnen kann. Das wollte ich euch eigentlich auch noch zeigen. Okay, ich muss noch ein paar Sachen herholen, dann kann ich euch nämlich gleich alles in so einer Art Haul dann mehr oder weniger zeigen. Also Moment, ich komme gleich wieder. Da ist die Kunst drin. So, da war nämlich auch tatsächlich so eine Art Pop-Up-Store, also so ein kurzzeitiger Laden in der Nähe vom ECE-Center. Falls Leute sich da auskennen, wo das dann ist, also ich weiß es jetzt natürlich, aber Leute, die nicht aus Karlsruhe kommen, können mit solchen Sachen natürlich nichts anfangen. Ja, das war einfach so ziemlich gemütlich und cool aufgebaut und ganz viele kleine Ständchen, so in die Art von Flohmarkt gehend, aber natürlich doch ein bisschen organisierter und aufgeräumter. Und zwar waren das einfach Künstler, Künstlerinnen, die ihre Kunst, die ihre Kleinigkeiten, die sie halt handgemacht haben, angeboten haben. Ja, ich dachte dann auch so, an sich könntest du auch mal so einen Stand machen. Ja, aber irgendwie bekomme ich sowas dann doch auch nie mit und ich habe auch nie so viele Dinge vorrätig. Das meiste, was ich hier habe, produziere ich ja dann doch auch immer, nachdem eine Bestellung erst einkommt und ich bin jetzt ja auch doch noch nicht so etabliert. Aber wir haben es schon mal davon gehabt, man kann ja doch auch mal groß träumen, oder? Also vielleicht irgendwann gibt es bestimmt so Möglichkeiten. Es gibt nämlich auch manchmal so Kunsthandmärkte, Kunsthandwerkmärkte. Wow. Ich merke, ich habe zu viel geredet in diesem Video, das ich für euch aufgenommen habe. Aber ja, ihr wisst, was ich meine. Also sowas gibt es ab und an auch in Karlsruhe. Und generell, es gibt immer mal wieder ein paar Möglichkeiten, nur kriege ich das dann immer erst sehr spät mit, beziehungsweise hinterher. Da müsste ich mich mal ein bisschen mehr, ja, informieren. Aber egal, es ist eh erst was für die Zukunft dann. So, wir fangen an
mit, vielleicht tatsächlich mit der Kunst, oder zeige ich euch das jetzt mal. Das war ein Künstler, der hat wirklich sehr, sehr coole Sachen gemacht. Also ich habe hier drin in diesem Karton aber noch ein bisschen mehr. Ja, ich denke, das tatsächliche Kunstteil, also das Poster im Prinzip, das ist aber auch handgemacht. Deswegen hat es dann auch 30 Euro und nicht wie sonst ein Poster, so 15 oder so Euro gekostet. 30 Euro sind natürlich jetzt trotzdem nicht viel, aber es ist eben doch mit der Hand gedruckt, mit verschiedenen Techniken, sodass manchmal die verschiedenen Plakate, die daraus folgen, doch auch anders aussehen können. Er hat uns alles erklärt und war wirklich super nett. Aber das zeige ich euch jetzt dann gerne am Ende. Es war auf jeden Fall Thomas Heck. Das ist seine Karte, die er dann auch immer per Hand bedruckt, hat er uns erklärt. Ja, Grafikdesigner, Berater, Unterstützer. Und er hat eine... Er hat zwei Seiten, experimentell thck.de und professionell heckdesign.de. Also weiß ich jetzt nicht, ob das Grafikdesign, Berater, Unterstützer, je nachdem macht er wahrscheinlich dann unterschiedliche Sachen. Okay, da ich jetzt trotzdem über ihn rede, zeige ich euch jetzt einfach das Poster. Ich finde es richtig cool, das ist nicht jedermanns Sache, aber schon cool. Das ist es. Ja. Also, da steht was Vulgäres drauf. Ich werde es euch jetzt nicht vorlesen, aber vielleicht könnt ihr es ablesen. Neon ist halt unfassbar toll, meiner Meinung nach. Und wir haben weiße Wände, deswegen kommt es, denke ich, gut zur Geltung, wenn wir einen schwarzen Rahmen benutzen. Und ja, einfach, wie es gemacht wurde, dieses geometrische, und dann ist im Hintergrund doch noch dieser Wirbel, der so ein bisschen aussieht wie Haare und die Farben. Also ich fand es unfassbar toll und habe ihn sehr, sehr gerne unterstützt mit den 30 Euro. Generell ist das was, das ich einfach öfter machen möchte, so ein paar handgemachte Sachen kaufen. Also das mache ich ja oft auch tatsächlich bei Etsy. Aber wenn es dann auch noch lokale Leute wie jetzt dort auf diesem Haufen gab, so viele coole Designer und Illustratoren, ja, einfach generell Kleingewerbe, Künstler im weitesten Sinne. Und das finde ich halt cool, dann auch so Leute, die ja fast ähnlich das Gleiche machen wie ich. Vielleicht doch noch auf einem professionelleren Level, aber egal. Es war einfach schön, dort hinzugehen und zu sehen, wie viele Leute, ja, sowas Ähnlichem wie das, was ich mache, auf Etsy nachgehen. Ich weiß nicht, ob es zu weit aus dem Fenster gelehnt ist, mich damit zu vergleichen, aber ich habe es trotzdem gemacht innerlich. Und die würde ich natürlich auch gerne unterstützen, deswegen habe ich hier noch ein paar andere Sachen, also so ein paar Flyer und so mitgenommen. Und bei Sophie Kuhn, ja, Sophie Kuhn aus Karlsruhe, sie hat auch, glaube ich, einen Webshop. Eine E-Mail, Website und Shop, genau, ohofi.de, und ein Instagram auch, da muss ich ihr auch noch folgen. Sie macht solche Illustrationen, die fand ich richtig cool und halt auch mit knalligen Farben. Bei ihr habe ich auch einen Sticker und zwei Postkarten gekauft. Es kostet nicht viel, aber ist halt auch eine Kleinigkeit, mit der man unterstützen kann. Das hier, fuck yeah, Self-Care. Ich fand das richtig cool und es kommt auch auf jeden Fall hier an meine Wand. Und das hier, Be Loud, gab es in verschiedenen Farben. Denn das war was für mich, ich muss manchmal für mich ein bisschen lauter sein und meine Meinung äußern. Also vor allem auf der Arbeit ist mir das schon häufiger auch aufgefallen. Ich bin da besser geworden über die Jahre. Ich war früher richtig in mich selbst gekehrt und habe eigentlich nie mich beschwert und war halt einfach ein ruhiges Mäuschen. Ist auf jeden Fall besser geworden seit der Teenie-Zeit. Ist ja auch irgendwo klar, dass man sich da hoffentlich zum Positiven entwickelt, aber das ist trotzdem immer noch so ein bisschen, ja, für mich ein Reminder,
lauter zu sein, manchmal, wenn es angebracht ist, auf jeden Fall. Und der Sticker, den fand ich auch super cool. Ich weiß nicht, worum er gehört. Kann man sich, denke ich, aussuchen. Aber da sind Kaffeebecher und eine Person, die tot ist. Oder halt mit wenig Energie. Ich denke, so rum. Habe ich es euch gezeigt, oder? So rum ist richtig rum. Das fand ich auch süß. Der hat auch nur 80 Cent gekostet und ist eine super Qualität. Ich muss mir da mal ein bisschen abschauen, wie das gemacht wurde. Ich denke auch mit einer Stickermaschine auf jeden Fall. Ja. Dann habe ich noch sehr süße Postkarten bei Family Tree Studio gesehen. Aber mein Bargeld war dann aus, weil ich Thomas Hack unterstützt habe. Und ein süßes Kinderbuch, die Laufmaschine. Da ist quasi, warum das Fahrrad erfunden wurde. So ein Bilderbuch, sehr schön illustriert. Ich habe ein bisschen reingeguckt. Und Keramik von Hand hergestellt. Da waren auch sehr, sehr schöne. Genau, da habt ihr hier die Infos. Also vor allem hier diese Sachen fand ich wunderschön. Und da ist, falls euch auch solche Keramik interessiert, das zum Folgen. Da werde ich auch auf jeden Fall mal vorbeischauen. Und vielleicht ist er da auch irgendwie für Weihnachtsgeschenke oder sowas dabei. Ja. Ach ja, und sie ist mir noch aufgefallen. Laura Kern. Auch unfassbar schöne Illustrationen. Auch sehr bunt, was ich halt einfach auch richtig toll finde für an weiße Wände. Da werde ich auch mal reinschauen bei ihr. Ja, oh, diese Nase hört einfach nicht auf zu jucken. Gut, wir machen weiter. Ich hoffe, ihr seid nicht gelangweilt. ich mache weiter mit dem sozialen Kaufhaus. Da haben wir auch richtig coole Sachen gefunden. Denn Keramik habe ich dort gefunden. Für nur jeweils 50 Cent habe ich dreimal diese Keramik, wahrscheinlich Espresso-Tassen dann oder vielleicht kleine Teetassen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass die handgemacht sind. Und ich fand die so schön. 50 Cent. Krass, oder? Und da ich das Mittagessen für meinen Bruder bezahlt habe, hat er mir auch alles, was dort in diesem sozialen Kaufhaus war und bei Sustrene Kräne die Sachen, hat er mir einfach auch bezahlt. Also, das war super. Die hier habe ich noch gefunden, da habe ich zwei davon. Ich hätte jetzt im Nachhinein mehr nehmen sollen, aber ja, 50 Cent auch für diese. Finde ich auch richtig schön. Hier so. Ist wahrscheinlich hauptsächlich für so, wie heißt es? Reiswein, mir fällt gerade das Wort nicht mehr ein, aber auch für Espresso oder sonst was. Ich fand es einfach sehr, sehr süß. Und Eierbecher habe ich auch zwei gekauft. Hier so. Auch jeweils 50 Cent. Und man unterstützt damit halt auch einen guten Zweck. Das finde ich dann auch immer super. Ich habe auch noch ein paar Strick- und Häkelanleitungen gefunden, Bücher dazu, zum einen Kopfsache, Mützen stricken, das ist das Buch von Top. Ich glaube, das hat 2 Euro gekostet. Perfekt, damit kann ich verschiedene Mützen stricken, auch mit diesem Magazin, das auch nur 50 Cent gekostet hat. Ich glaube, das ist so aus dem Jahre 2015, genauso wie auch dieses Buch. Manche Mützen sind ein bisschen fragwürdig, aber ich meine für 50 Cent, wenn da was dabei ist, was man mal ausprobieren kann, ist ja auch cool. Und kreativ mit Wollresten, da ist Häkeln und Stricken drin, habe ich auch noch gefunden. Das hat 1 Euro gekostet. Richtig gute Schnäppchen, das sind halt hier so, oh, so rum, so Taschen drin. Ja. Dann Sustrene Kräne. Da habe ich zum einen diesen Kamm, da hatte ich nämlich noch nichts und ich habe schon länger überlegt, ob ich mir diesen quasi Rasierer, dieses Gerät von Petite Knit bestellen soll oder bei Amazon kann man sich auch was kaufen. Aber ich dachte, ich probiere es jetzt erstmal mit so einem
ja, quasi Kamm aus. Bisher habe ich noch nichts, was so Knötchen bildet oder so, aber ich dachte, ich beug da mal mit vor und probiere das dann aus. Und wenn es nicht damit weggeht, dann kann ich mir immer noch diesen Rasierer oder dieses Gerät da kaufen. Der hat 3,74 Euro gekostet. Etwas, das schon in Gebrauch ist, sind diese Halterseile. Da habe ich nämlich welche schon benutzt. Zeige ich euch dann aber gleich. Die sehen halt hier so braun aus. Die Farbe erinnert mich sehr an die von Petit Knit übrigens. Ja. Die haben 2,53 Euro gekostet und da sind wirklich einige drin. Und kann man halt immer gebrauchen. Vor allem sind die verschiedenartig dick. Immer zwei ziemlich lange gibt es in der gleichen Dicke. Das fand ich halt cool, dass die auch so lang sind. Und das letzte war dann noch diese Keramikschale. Die wollte ich nämlich ursprünglich haben mit diesen Punkten. Ich fand die so süß. Und da hatten sie dann aber nur die, ihr seht sie so ein bisschen im Hintergrund, diese graue, die ich jetzt ein paar Mal auch schon benutzt habe. Und ich wollte aber diese auch noch unbedingt haben. Die kostet 7,72 Euro. Ich glaube, das war's bei Susträne Kreine. Jetzt machen wir weiter mit dem Wollladen. Hier ist meine Wolle drin, die ich gekauft habe. Da ist auch der Kassenzettel. Ja, okay, ich habe 17 Euro obendrauf bezahlt. Und zwar habe ich mir die Lana Grossa Bingo gekauft für den Stripe Hype Sweater von Kutova Kika. Ich dachte zuerst, du kaufst jetzt Wolle. Also gut, ganz am Anfang dachte ich, okay, ich habe 30 Euro, ich bin reizüberflutet. Mein Bruder kommt bald, der hat wahrscheinlich gar keinen Bock auf diesen Laden. Was mache ich jetzt? Und dann hatte ich verschiedene Sockenwollen in der Hand. Dann habe ich aber gedacht, jetzt hast du ja eigentlich auch so viel Sockenwollen zu Hause und du strickst gar nicht so häufig Socken. Immer mal wieder, aber jetzt nicht so häufig. Such mal deine Dateien in deinem Handy ab. Da habe ich nämlich verschiedene Strickanleitungen und schau nach, was du da stricken könntest. Ja, und der Stripe Hype Sweater war dann doch die Wahl. Und da habe ich jetzt verschiedene Farben Bingo ausgesucht. Aber jetzt ist mein Akku leer. Ich muss ihn kurz an die ans Ladekabel hängen. So, das ist halt das Coole an dieser Kamera. Man kann aufnehmen, während der Akku lädt. Ich dachte zuerst, ich mache das Stripe Hype Kleid, aber die Bingo von Lana Grossa ist ja doch relativ warm. Und dann dachte ich, okay, so ein Sweater ist doch besser. Und die Farben, die ich mir ausgesucht habe, sind diese vier. Sehr knallig. Und von schwarz und dann tatsächlich auch noch weiß habe ich mir jetzt dann doch auch noch mal ein bisschen was nachbestellt online. Denn ich habe jetzt jeweils nur zwei von diesen Farben jeweils bestellt. Und jetzt dann beim länger drüber nachdenken, ich brauche ja für schwarz, wenn ich da Zwischenstreifen mache, doch noch ein bisschen mehr. Und dachte, vielleicht mache ich weiß doch auch noch dazu. Wenn nicht, habe ich vier weiße Knäuel oder drei. Mehr oder weniger umsonst bestellt, aber da fällt mir natürlich auch noch irgendwas mit ein. Es ist ein DK-Garn, das geht gut. Ja, Lana Grossa Bingo, 4,5 bis 5,5 mm Nadeln benutzt man hier und die Maschenprobe ist 16 Maschen auf 23 Reihen. Und ich habe hier, das ist die Farbe 765, ein sehr knalliges Gelbgrün, liebe ich ja. Da habe ich ein Türkisblau, das ist die Farbe 133 und ein Knallpink, es ist knalliger als dieses hier, das ist die Farbe 159 und einfach nur schwarz, das ist die Farbe 24. Ja, das habe ich mir gekauft und ich glaube, es wird ein richtig cooler Pullover, also sehr warm, deswegen Pullover ist da schon am besten. Ein Strickkleid ist zwar auch immer noch mein Traum für jetzt den wärmeren Winter, aber ich glaube,
ich sollte doch eher, wenn ich mir dann die Mühe mache, ein Kleid zu stricken, doch eher das so stricken, dass ich es mehr als nur ein paar Wochen, wenn es wirklich richtig kalt ist. Gut, es ist nicht immer nur ein paar Wochen kalt, aber trotzdem so stricken, dass ich es auch im Sommer oder Herbst oder Frühling anziehen kann, ne? Da hatten wir es ja auch schon mal ein bisschen von. Ja, das waren die Sachen. Ich denke, ich habe kleine Künstler unterstützt. Ich habe meinen Gutschein endlich mal aufgebraucht und ich habe im sozialen Kaufhaus was gekauft, beziehungsweise das hat ja eh auch dann mein Bruder gekauft. Also ja, wir hatten Spaß, es war ein schöner Ausflug, auch heute war echt schön. Ich denke, das war okay, so versucht man halt dann doch irgendwie seine Käufe zu rechtfertigen, aber ich glaube, das war jetzt doch angenehmer, als das Geld bei den großen Konzernen zu lassen, oder? So sehe ich das zumindest. So, jetzt kommen wir noch zu den Strick-Updates. Ey, sorry, diese Nase. Ich weiß echt nicht, was da jetzt gerade los ist. Egal. Strick-Update. Ich habe euch einiges zu zeigen, tatsächlich dieses Mal. Ich habe bei meiner Elizabeth Blouse habe ich die Blende jetzt fertig, hier vorne. Und konnte in der Runde verbinden und dann auch schon die Arme abtrennen und ich finde, das sieht so cool aus. Das wird ein richtig tolles Langarm-T-Shirt oder dünner Langarm-Pulli. Also ich freue mich da riesig drauf und habe auch echt viel Freude, zumal ich jetzt auch einfach nur rechts in der Runde stricken kann. Das einzige Problem, was ich jetzt habe, das ist das letzte Knäuel. Das habe ich jetzt kurz bevor ich die Ärmel getrennt habe, habe ich das angefangen. Ich brauche auf jeden Fall noch mal eins, das weiß ich. Ist bei diesem handgefärbten Garn jetzt auch gar nicht so das Problem. Ihr seht ja auch, wenn ihr genau hinschaut, dass das hier oben sehr viel mehr pastelliger ist als hier unten. Aber da das so bunt ist, finde ich, dass das gar nicht auffällt. Beziehungsweise mir fällt es nicht auf, deswegen ist mir das auch Wumpe. Das ist jetzt wahrscheinlich dann auch andere Färbungen waren, weil das wird jetzt dann auch wieder ein bisschen pastelliger. Also macht es mir auch nichts, jetzt nochmal eins nachzubestellen. Das Einzige ist halt, dass das handgefärbte Garn ist und damit nicht so günstig, aber das kriegen wir auch hin. Ja, aber das war das Update. Und dann habe ich mein zweitletztes Garn dann auch, also Knäuel, bei meinem Boring Tee fertig gemacht. Das ist jetzt ein kleines bisschen in der Länge gewachsen. Wir sind jetzt dann beim Bauchnabel, ja, ziemlich genau. Ich weiß jetzt nicht, ich glaube, ich fange jetzt den zweiten Ärmel an und schaue dann, was ich übrig habe. Ich hätte eigentlich nur ganz gern noch einmal hier in der Länge auch ins Dunkle gehende, aber das würde ich jetzt dann halt für den Ärmel benutzen. Ja, ich denke, es ist okay. Wenn nicht, muss ich auch hier nochmal eins nachbestellen. Aber ich möchte halt echt nicht immer neue Knäuel nachbestellen. Das, was ich auch noch so ein bisschen lernen muss. Manchmal habe ich viel zu viel bestellt, manchmal habe ich zu wenig bestellt. Das kommt halt echt auch immer aufs Projekt an. Und eigentlich schaue ich natürlich auch immer auf den Garnverbrauch, der angegeben wurde. Aber wenn man dann doch Alternativgarn verwendet, kann es natürlich häufig sein, dass dann doch durch die Veränderung der Lauflänge dann auch doch der Gesamtverbrauch anders ist als mit dem empfohlenen Garn in der Anleitung. Das ist dann doch was, das ich noch ein bisschen lernen muss, dieses Umrechnen bzw. daran zu denken, es umzurechnen und ja, wie auch immer. Es wird schon. An meinem Marseille-Sweater habe ich jetzt tatsächlich kaum mehr was weiter gestrickt. Also ich bin da immer noch am Vorderteil. Das ist die rechte Schulter. Habe ich euch das erzählt, dass das nicht lang genug ist hier hinten? Also mittlerweile bin ich jetzt überzeugt, dass es das nicht ist, weil meine Arbeitskollegin bzw. die Freundin, mit der ich das eben zusammen stricke,
Wir haben so ein bisschen verglichen und ihr Armausschnitt, sie hat jetzt mittlerweile schon in der Runde verbunden und ist wahrscheinlich auch schon beim zweiten, wenn nicht auch schon dritten Streifen. Es ist hier bei ihr viel größer und das hat mich jetzt so demotiviert, weil ich ziemlich wahrscheinlich den Teil hier nochmal aufribbeln muss und dann das Schwarze doch nochmal ein bisschen länger machen muss, bevor ich dann zum ersten weißen Streifen switchen kann. Weil ich möchte natürlich auch, dass es dann schön oversize ist. Ja, und deswegen habe ich da jetzt bisher noch nicht weiter gestrickt. Ich werde jetzt erstmal, denke ich, den zweiten Vorderteil auch fertig machen oder die zweite Seite. Und dann halt hinten nochmal aufribbeln. Ich muss es einfach machen, weil dann bin ich glücklicher damit. Und ja, habe dann, denke ich, auch mehr Motivation, hier weiter zu schricken. Weil das wird ein cooler Pulli. Ich weiß es. Ich habe da Bock drauf. Ich sehe so viele Mädels, junge Frauen in so gestreiften Sachen rumlaufen. Das ist aktuell echt Trend. Und ich habe auch total viel Bock drauf. Nicht, dass ich da jetzt mit meinen Stricksachen auch unbedingt den Trend folgen möchte. Weil das ja, wenn man sowas handgemacht ist und dann doch auch teures macht, irgendwie bescheuert ist, wenn es dann nicht mehr im Trend ist. Aber das ist ja doch auch was Zeitloses, so schwarz-weiß gestreift. Und ja, ich sehe so viel und denke dann halt auch immer, oh, du hast den Marseille-Sweater, den du fertig stricken musst, möchtest. Ja, ihr wisst, auf was ich hinaus möchte. Ich muss einfach hiermit weitermachen, beziehungsweise ich möchte es ja auch irgendwo. Aber dann haben wir auch noch meine Auftragsarbeit. Da habe ich jetzt auf jeden Fall den ersten Repeat komplett fertig. Das ist dieses T-Shirt. Ich weiß leider nicht mehr, wie die Anleitung heißt. Ich habe sie ja ausgedruckt und alles. Ja, sehr süß. Oh, jetzt in dem Licht könnte mir das doch auch stehen, oder? Vielleicht sollte ich mir diese Bell-Farbe, das ist, glaube ich, einfach nur Natur. Jetzt sollte ich mir das doch auch mal zulegen, weil es ist jetzt doch so hell, dass es heller als mein Hautton ist. Und dann geht ja so ein Nude. Vielleicht ist es jetzt auch gerade nur das Licht. Ich weiß es nicht. Ja, macht sehr viel Spaß. Jetzt kommt dann gleich bald, also jetzt dann in der nächsten Runde, fängt dann der nächste Repeat an. Und dann geht es auf jeden Fall los mit Lace. Da bin ich sehr gespannt drauf, aber bisher ist es super easy, dieses Diagramm oder die Anleitung allgemein zu folgen. Und ich denke, das wird auch weiterhin so sein und es geht voran. Ich tracke hier übrigens auch für mich mal hauptsächlich meine Zeit. Einfach um zu wissen, wie lange brauche ich tatsächlich für so ein T-Shirt. Weil vielleicht entwickelt sich ja wirklich daraus zukünftig irgendwas. Und dann ist es natürlich für mich auch eine gute Grundlage zu wissen, wie lange ich für solche Kleidungsstücke brauche, um dann halt das auch in den Preis einfließen lassen zu können. Ja, das war es grundlegend zu dieser Woche. Vielleicht noch einen kleinen Ausblick zu nächster Woche. Ich habe es kurz erwähnt. Ich habe am Dienstag Geburtstag und werde 31 Jahre alt. Und ich dachte, es wäre doch ganz cool, zu diesem Anlass einen Etsy-Rabatt laufen zu lassen. Das ist was, das ich letztes oder vorletztes Jahr, ich bin jetzt das dritte Jahr tatsächlich auf Etsy unterwegs, relativ häufig gemacht habe, so Wochenend-Sales und sowas. Und jetzt dieses Jahr habe ich es aber eher weniger gemacht, weil auch anfänglich nicht so viele Käufe reingekommen sind. Jetzt hat es wieder ein bisschen mehr an Fahrt aufgenommen, was ich unfassbar toll finde, weshalb ihr das auch öfter seht. Ich bin motivierter und ja, es kommt alles gerade so schön zusammen, was mich sehr, sehr freut. Aber, was ich eigentlich sagen wollte, ich dachte, es ist doch cool, ab dem Dienstag dann ein 31% Rabatt auf mein komplettes Sortiment quasi auf Etsy, was ihr da seht, was angeboten wird, anzubieten. Also auch auf die Adventskalender, by the way. Ja, doch, da ist viel dabei, was vielleicht dann für mich eher negativ ist, wenn ich 31% Rabatt anbiete. Aber ich dachte, ich mache das jetzt einfach. Ich habe auch noch nie so viel Rabatt angeboten.
Und es ist auch nur sehr begrenzt. Und zwar nur vom Dienstag bis Freitag. Also falls ihr mal immer was kaufen wolltet auf meinem Etsy-Shop, falls ihr Bock habt, mir was Gutes zu tun zu meinem Geburtstag, ich habe mich jetzt gerade nicht wohl gefühlt, das zu sagen. Also das hört sich so ein bisschen nach Betteln an. Aber das wollte ich eigentlich nicht rüberbringen. Einfach nur, wenn ihr möchtet, habt ihr so eine kleine Aktion auf Etsy. Außerdem haben wir 4000 Abonnenten erreicht. Das wollte ich auch noch ansprechen, fällt mir jetzt gerade erst ein. Und das ist dann vielleicht zusätzlich auch mal so noch so ein bisschen ein Feiern. Ja, dann sind die 31% okay. Ja, ich wollte es euch einfach nur sagen. Ihr seht es automatisch auf Etsy ab dem Dienstag, den 17. Oktober. Wenn ihr möchtet, es ist alles verlinkt zu meinem Etsy-Shop, schaut da gerne vorbei. Und ja, ich dachte, wir können vielleicht so ein kleines Frage-Antwort-Video auch noch machen. Also so Geburtstags-Special plus 4000 Abonnenten-Special. Das muss ich mir dann nochmal überlegen, dass ich euch auf Instagram auch mal noch so diese Fragebox machen lassen kann. Also dass ich euch so, habt ihr Fragen an mich und dann könnt ihr Fragen reinschreiben. Aber ich dachte, ich sage das jetzt auch hier an dieser Stelle nochmal, dann könnt ihr vielleicht auch schon Fragen an mich in die Infobox schreiben. Ich muss dann nur mich daran erinnern, sie nicht schon direkt zu beantworten. Da tendiere ich dann oft dazu in den Kommentaren, sondern dass das quasi dann fürs nächste Video ist. Ja, ich glaube, ich war jetzt schon wieder all over the place. Das ist bei mir häufig so, wenn ich super aufgeregt bin, wenn ich mich super freue. Ich hatte jetzt halt auch ein echt cooles Wochenende. Es war sehr anstrengend, aber auch sehr, sehr schön. Und ich freue mich sehr auf nächste Woche, weil ich mag es persönlich sehr gerne, Geburtstag zu haben. Ich freue mich riesig darüber, dass wir 4000 Leute sind. Und ja, das alles mit den ganzen Ideen und Sachen in meinem Kopf führt dann häufig dazu, dass ich vom einen zum nächsten Thema springe, aber ich denke, es passt, oder? Ich hoffe es. Und ich hoffe auch, dass euch dieser Vlog gefallen hat und dass es euch allen gut geht und dass wir uns im nächsten Video hoffentlich wiedersehen. Ach so, eine Sache noch. Ausblick auf nächste Woche übrigens, genau. Am Dienstag, also dann auch an meinem Geburtstag, fängt Selin mit mir zusammen ein Sockenprojekt an. Das ist ja meine Kanalmitgliedsperson. Sie ist ja das Kanalmitglied in der höchsten Stufe. Aktuell die einzige noch. Vielleicht ändert sich das ja bald, wer weiß. Ihr könnt bei meinen Kanalmitgliedern da auch gerne mal reinschauen in die ganzen Infos, die sich darüber ergeben. Vielleicht habt ihr da ja auch Bock drauf, da mitzumachen, sodass wir vielleicht dann auch ein Livestream machen können demnächst, wenn noch ein paar mehr dabei sind. Ja, aber in der höchsten Stufe habe ich aktuell Selin und mit ihr zusammen wollte ich gerne was stricken. Das ist dann eben auch was, wo sie ein bisschen Einfluss nehmen kann, weil ich das euch dann ja auch zeige. Und sie ist auch okay damit, wenn ich dann Bilder von ihrem Projekt zeige an euch. Dann habt ihr da auch nochmal so ein bisschen Input von ihr. Also wenn das was ist, wenn ihr Bock habt, mit mir was zusammen auch in der Zukunft zu stricken, wie gesagt, schaut da mal gerne vorbei. Aber ja, das ist auch so ein Ausblick. Das kommt nächste Woche dann auch vor. Und ja. Aha, okay, anscheinend kann man doch auch nicht ewig quatschen mit dieser Akkureserve, während es lädt. Deswegen, ich hoffe, jetzt klappt es wieder ein paar Minuten oder Sekunden. Denn ich war eigentlich auch am Ende. Jetzt habe ich genug über nächste Woche auch schon gesprochen. Ich hoffe, ihr freut euch auf jeden Fall drauf, so sehr wie ich. Wer weiß. Und ja, ich hoffe, das Video, dieser Vlog hat euch gefallen. Und dass es euch allen gut geht und dass wir uns im nächsten Video dann auch hoffentlich wiedersehen. Macht's gut, bis dahin, ihr Lieben. Tschüss!